Kinosu ist ein Pokémon mit dem Typ Pflanze, existiert seit der 4. Spielgeneration und entwickelt sich aus Kikugi. Kinosu ist ein kleines, blütenartiges Pokémon mit zwei unterschiedlichen Formen, die vom Wetter abhängen. Bei bedecktem Himmel befindet sich Kinosu in seiner Wolkenform, ist dieser in einem tiefen Rosa gefärbt, während seine Blütenblätter, die den Körper größtenteils bedecken, lila. An seinem Kopf ist ein grünes Blatt mit einem herausragenden Sprossling und seine Augen befinden sich in der Nähe seiner kurzen Beine. In seiner shiny Wolkenform sind die Blütenblätter von Kinosu blau, während sein grünes Blatt etwas heller ist. Es zeigt ein sehr sanftes und gemächliches Wesen. Die Blütenblätter sind sehr hart und schützen das Blüten-Pokémon vor gierigen Schnäbeln von Vogel-Pokémon und geduldig wartet Kinosu als Knospe auf Sonnenwetter. Spürt es Sonnenschein? Öffnet Kinosu seine Blütenblätter und wechselt in die Sonnenform. In dieser aufgeblühten Form sind die Blütenblätter an Kopf und Körper rosafarben. Sein Kopf und seine Füße sind gelb mit zwei kleinen beerenartigen Kirschen. In seiner Shiny-Form ist es heller, mit Ausnahme des Kopfes und seiner Füße. Diese sind leicht orange. In seiner Sonnenform ist Kinosu sehr lebhaft und springt fröhlich durch die Gegend, bis die Sonne schließlich untergeht und stößt zudem einen süßlichen Duft aus, der bei Käfer-Pokémon sehr beliebt ist. Attacken hat Kinosu sehr viele und neben den bisherigen, die er schon aus seiner Vorentwicklung Kikugi hat, kann es zum Beispiel durch Egelsamen beispielsweise dem Gegenüber Lebensenergie abziehen. Außerdem kann es per Sonnentag die Sonne rufen und zu Sonnenforms werden und passend zu seinem Typ kann es auch Pflanzenattacken wie Blättertanz oder Zauberblatt nutzen, um den Gegner unmittelbar zu schaden. Seine Fähigkeit dabei ist Pflanzengabe, welche bei Sonnenschein die Stärke aller Attacken der Team-Pokémon verstärkt. Damit kann man mit Sonntag und Pflanzengabe ganz einfach die Stärke aller Attacken erhöhen. Dabei ist Kinosu in Sinnoh, Einalhörn und Hisui zu finden und liebt warme sonnige Orte in seiner Sonnenform und dichte schattige Wälder in seiner Wolkenform. In Zeiten mit viel Sonnenschein blüht es dann dabei auf und holt nach, was ihm als Knospe verwehrt blieb. Es ist sanft als Knospe und fröhlich als Blüte und lässt das Sonnenlicht nach, wird es dann wieder zurück zur Knospe. Und es entfaltet eben je nach Form seine Blütenblätter, seine Knospenform und springt lebhaft umher. Bis es auf ein gelegentliches Zittern erscheint es völlig regungslos und der Duft, der seine Blätter verströmen, lockt eine Vielfalt von Pokémon an. Dabei stellt es den letzten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und entwickelt sich aus Kikugi. In den Spielen wird die Entwicklung durch das Erreichen von Level 25 ausgelöst und geht dann zunächst in die Wolkenform über, kann aber natürlich dann, wie gesagt, bei Sonnenschein auch die Sonnenform annehmen, das aber eben innerhalb des Kampfes. Und dabei wird es nicht sonderlich größer, aber definitiv umfangreicher, schwerer und hat eben die charakteristischen Merkmale, die wir gerade besprochen haben. Und mit seinem Typen Pflanzen nimmt es halben Schaden gegen Boden, Wasser, Pflanzen und Elektroattacken, doppelten Schaden gegen Flug, Gift, Käfer, Feuer und Eisattacken und der Rest macht normalen Schaden.